Yo, moin Leute, willkommen zur zweiten Folge. Wir sind wieder alle dabei. Schauen wir mal nach. Raptor 2, Mr. Flabby und Zesty, alle mit dabei. Ajo. Alle noch am Schaffen. Bisschen, ja. Ja, wir versuchen es. Ja, so wie immer halt. Machen ein bisschen bei Advanced Genetics weiter. Ja, wir machen genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Sowohl bildlich als auch geistig. Nein, geistig nicht wirklich. Nein, definitiv nicht. Nein. Total am Boden. Total am Ende. Also unser Zeug von unten ist jetzt eigentlich schon so gut wie komplett oben in den Kisten gelandet, sofern ich nichts übersehen habe. Es kommen ja noch mal ein paar Kisten dazu. Hier, warte. Nein, wo bist du? Hier? Da, genau. Mach mal Rechtsklick auf die Kiste und nimm da mal bitte das Zeug raus. Auf welche? Auf die hier. Kann es sein, okay, dass mit dem Modpack die Dörfer größer werden? Ja. Also es sind halt ein paar andere Sachen in den Dörfern mit jetzt dabei. Okay, wir haben uns als heutiges Thema ausgesucht Filme. Mehr oder weniger ausgesucht. Es wurde einfach so beschlossen. Ja gut, die... Naja, besser als Fußball. Ja, das stimmt allerdings. Ich möchte anmerken, ich bin auch kein Fußballfan. Ja. Sag ich ja, die Frauenquote war gegen. Hier, Vorsicht, mein Freund. Oh, ich mach mir Feinde. Oh. Freunde. Und diesmal läuft doch andere Musik ist diesmal auch mit dem Player drin. Neben Pepe Fiat ist es auch ein bisschen Lindsay Sterling mit dabei. Für diejenigen, die es interessiert. Okay, was soll eigentlich dieses Stonehenge hier? Am besten erstmal nichts machen, weil es kann sein, dass wir das für spätere Witchery-Projekte machen. Okay, dann lasse ich die mal brauchen. Ja, ich habe es jetzt gerade nur gesehen, als ich es überflogen habe. Wir können ja mal beim Urschleim anfangen. Als ihr alle noch jung und frisch wart, was habt ihr denn da so für Filme geschaut? Oder falls ihr das überhaupt noch wisst? Serien. Genau. Also hauptsächlich so Kinderserien, Teletubbies, SpongeBob lief ganz oft. Da weiß ich gar nicht mehr, wie das heißt. Das ist mit so einem komischen Typ, der in einem lila Dino-Kostüm gesteckt hat. Barney. Genau. Okay, kennt ihr noch den Bär im großen blauen Haus? Ja. Oh ja. Der beste Kinderserie, aber wirklich. Ich hab der das war geliebt. Wirklich genial. Früher so viel. Wobei, wenn man es jetzt anschauen würde, würde man sich einfach nur denken, what the fuck, was das für ein Scheiß. Ja. Ja, stimmt leider. Die Truhe ist zu klein. Aber es ist immer noch besser als solche gehirnzerfressenden Serien wie zum hier, wie hieß das, dieser Typ mit seinem blauen Zeichentrickhund? Ah, genau, Blue irgendwie was. Ja, also, dazu gab es ja auch mal sowas wie... Sein blauen Zeichentrickhund. Ja, da gab es... Ja, ich glaube, Blue's Clues oder so ähnlich hieß das. Ja, Blue's Clues. Sag mal, habt ihr das geguckt oder woher wisst ihr das? Ja, ich hab's gezwungenermaßen geguckt. Ja. Also ich muss sagen, früher, also man hat sich sowas natürlich auch mal reingezogen und ich habe auch zwei jüngere Geschwister, die das früher auch geguckt haben. Früher, Krieg. Ja, früher, als alles noch besser war. Nein, Spaß, aber es gibt dazu ja tatsächlich ein Making-of und der Typ, der diesen Hundebesitzer da gespielt hat, ich würde mir da übelst blöd vorkommen, so auf 10-jährig zu tun, obwohl man gefühlt Mitte 20 ist. Ja, verstehe ich auch nicht ganz, also... Irgendwie ein bisschen komisch, solche Leute. Ich glaube, wir brauchen eine neue Steintruhe, oder? Wir brauchen noch ein paar Öfen. Ne, den Stein packe ich jetzt. Jetzt an zu regnen, ja, super. Was soll's. Versenkter Ziegelstein. Okay, ja, also auf jeden Fall, solche Serien hat irgendwie jeder von uns mal geschaut, oder? Ja, ich denke. Ja, klar. Wir brauchen Kohle.
Aber sowas, was heutzutage kommt, so ein Englisch-Lernverschnitt für die Dora. Kinder, Dora, ja, so Sachen, die sind ja heutzutage wirklich richtiger Bullshit. Also früher ging es ja noch ansatzweise, sage ich jetzt mal. Aber heute ist es wirklich schlimm. Also heute würde ich nicht nochmal Kind sein wollen. Ja, oh nein, also, auf keinen Fall. Ja gut, wobei heutzutage ja YouTube das Fernsehen ja eigentlich ablöst. Gerade, ich sehe es ja in meinem Bekanntenkreis, dass die kleinen Geschwister oder die Kinder mittlerweile auch dann schon gar nicht mehr wirklich jetzt vorm Fernseher sitzen, sondern einfach ja, mitunter auch Let's Plays schauen. Es gibt viele, die dann Minecraft anschauen. Es ist ja jetzt nicht wirklich was Brutales oder so, sondern man kann es wirklich anschauen. Zombie-Schnetzeln, hallo. Und es machen mittlerweile auch immer jüngere Leute, was ich eigentlich nicht okay finde, aber okay. Es ist dahingestellt. Ja, meine Meinung. Also ich habe zum Beispiel auch schon aus meinem Zimmer jetzt den Fernseher verbannt, weil ich habe überhaupt keinen Fernseher mehr. Alles, wenn ich jetzt sage, okay, ich will mir jetzt mal einen Film reinziehen, dafür habe ich Watch Ever oder Maxdome. Ja gut, ja. Also ich bin ja eigentlich seit der Grundschule ohne Fernseher aufgewachsen, einfach nur, weil ich erstens keine Lust oder weil ich viel draußen war, viel Sport gemacht oder allgemein halt viel mit Freunden gemacht, dadurch braucht man sowas eigentlich nicht. Und dann früh eigentlich mit PC angefangen und dadurch hat sich das dann eigentlich ausgeglichen, weil ich habe dann eigentlich gar keine Zeit mehr für einen Fernseher gehabt. Ich habe zwar einen Fernseher im Zimmer stehen, aber benutze den eigentlich nur als Computerbildschirm. Klar, man schaut mal Fußball, das ist klar. Gerne auch mal mit ein paar Freunden vor dem Fernseher, aber das ist halt Fußball. Das gehört ja so. Aber irgendwelche Serien oder so, wenn sie gut sind, dann kriegt man sie mit über die sozialen Netze und dann guckt man die online an heutzutage. Also ich gucke nichts mehr vorm Fernseher wirklich. Was ich früher ganz gern geguckt habe, war wirklich Pokémon und sowas. Also alles, was. Das gucke ich heute noch. Ja, allerdings. Also, wobei die neuen Folgen auch wieder nicht so alle sind hier. Haben wir Kohle? Ist gerade in der Mache. Kohle ist gerade in der Mache. Okay, weil Kohle brauchen wir echt, weil wir müssen die Steine einschmelzen, damit ich drüben anfangen kann. Ja, das, wo ist der ganze Gravel hin? Das war halt das, was man früher so geguckt hat. Da verbrennt einer meine ganzen Holz. Ja, brauchst du Kohle oder nee? Ja. Ich gehe da mal auf Steinkohle-Suche, sobald es im Ofen ist. Ja. Außerdem, ich bin schon dabei, neues Holz zu besorgen, also kein Stress. Ja gut, an Holz mangelt es ja nicht, wenn man da nur mal Richtung Ding fliegt. Wem gehört der verzinkte Ziegelstein? Oder was? Der war, glaube ich, für Tinker's Construct, oder? Ja. Tinker's Construct. Ich tue die mal da mit in die Truhe dazu. Ich habe ein Schild. Ich pack das mal nebendran. Da war es, glaube ich, oder? Ja. Ja, aber wo waren wir denn? Bei Film? Film, ja. Bei Film. Bei Kinderserien. Und heute. Ja. Gleich zu heute. Genau. Ja, also wie gesagt, da man sich ja heutzutage sowieso nicht mehr viel im Fernsehen anschauen kann, weil es einfach bloß noch Gehirnbrei ist, hab Fernseher total aus meinem Zimmer verbannt. Also könnte auch gar nicht sagen, was jetzt so aktuell läuft. Man braucht es heute auch. Doch, kann ich dir sagen. Kacke. Er googelt's. Nein, das läuft nur kacke. Ach so, ja gut, so kann man es auch. Also nichts Neues. Es gibt Leute, die finden das lustig. Ich weiß ja, aber wir sind halt die Generation, wir haben ganz anderes jetzt gesehen. Ich denke, ja, wenn man mit Pokémon aufwächst, kann man das eigentlich nicht vergleichen, weil Pokémon ist halt Pokémon und das prägt halt auch. Also ich habe viel Pokémon gespielt auch. Und ich auch. So Serien dann, die dann früher auf RTL 2 gelaufen sind. Das ist ja ganz anders als heute und vielleicht sind die Kinder das jetzt gewohnt und finden es besser oder auch schlechter. Das ist ja unsere Meinung jetzt. Ja, na klar, das ist ja sowieso. Also nichts, sag ich mal, was man jetzt hier von uns hört, sollte man auf sich selbst projizieren. Das ist alles nur unsere eigene subjektive Meinung. Genau. Ich denke, wir sind auch mittlerweile zu alt für Kinderserien, deswegen können wir das schlecht vergleichen, aber
Pokémon wird aber immer noch als Kinderserie gezählt. Aus Pokémon wächst man nicht raus. Das stimmt, für Pokémon ist man nie zu alt. Ja, doch, stimmt. Ja gut, die Filme sind zwar billig gemacht eigentlich, also von der Story her, aber von allgemein, wie früher, wie man dann Pokémon gesehen hat, also auf den alten Gameboys und DS, jetzt nicht mehr in 3D, ja. Aber früher, das war einfach ganz cool, weil man dann wirklich seine eigene Welt dann hatte. Dann. Ich war da ewig da davor gehockt und hab da gespielt. Ja, also Pokémon hat aber auch schon wieder jetzt vor allem durch die ganz neuen Folgen meiner Meinung nach wie so ziemlich alles im Fernsehen stark abgenommen. Ja, das Problem ist, danach 300 oder 400 Folgen nochmal was Neues zu bringen. So ja, sind die typischen Endlos-Animes, hier One Piece oder Naruto, die haben ja auch noch kein Ende und laufen schon seit Jahren. Ja, und das ziemlich erfolgreich. Hat schon wieder was anderes, also du kannst jetzt nicht wirklich mit One Piece und Naruto vergleichen. Ja, aber es sind ja auch solche Endlos-Dinger. Ja. Wobei Pokémon eigentlich ab Heart Gold und Platin? Ja gut, ab Heart Gold und Platin eigentlich sich nur noch wiederholt, weil wenn man sich mal den Pokédex anschaut, also die Pokémon selber dann später, war ja das die ersten 10 oder 20 Pokémon ja eigentlich nur vom Aussehen verändert. Die gleichen Attacken, die gleichen Auswahlmöglichkeiten, die drei verschiedenen Sachen. Ja. Ich denke mal, das ist auch wie so eine Art Zwang oder Drang zu wissen, ja, okay, das läuft erfolgreich, damit können wir weiter Geld machen, wir brauchen was Neues. Ja, und dann kommt halt meistens ein übelster Crap raus. Ja, never change a running system. Ja. Das war schon beim Computer so und das ist auch überall so. Aber warum sollte ich was verändern, was gut läuft? Da haben die schon recht. Allerdings ist es natürlich dann schlecht für die Leute, die dann die Folgen vorher kennen, aber wenn du das neu guckst, ist das ja eigentlich gar kein Problem. So gesehen. Ja, aber die wollen ja alle sich weiterentwickeln. Sie wollen ja auf dem neuesten Stand der Technik sein. Also von der Grafik her, von der Aufmachung, das alte Pokémon sieht es sieht besser aus als das neue. Ja, ich finde, es ist auch gerade dieses nennt man sich das da, dieser Stil von Pokémon einfach. Von früher diese 2D-Welt, wo man dann irgendwie so halb durchgerannt ist. Das war einfach Pokémon. Mit den ganzen Höhen und Wegen. Meine ganz doofe Frage hier an den Anfänger unter uns. Oder eher die Antwort an den Anfänger unter uns. Wie macht man Steinkohle? Gar nicht, die musst du abbauen. Achso. Ja. Das wäre geil, wenn man die machen könnte. Man kann Holzkohle machen. Ja, die hat er gemacht. Na, die ist immer noch dabei. Gut. Ich habe hier mal eine kleine Treppe hingebaut. Jetzt brauche ich meinen Stein. Ich denke, ich werde mich dann auch mal in den nächsten Episoden und vielleicht auch zwischendrin dann mal damit beschäftigen, drüben weiterzubauen. Wir werden alles, was zeitlich aufwendiger ist, wahrscheinlich dann ohne Aufnahme machen, weil es einfach nur langweilig ist, da dann zuzuschauen. Ja. Denn wenn wir irgendwie was bauen oder so. Das braucht ja keiner. Aber gibt's denn für euch heutzutage immer noch, sag ich mal, geben euch die Filme heutzutage immer noch einen Grund, ins Kino zu gehen? Fragen wir mal so, weil es gibt ja immer Mittel und Wege, sich die Filme auch anzuschauen, ohne ins Kino gehen zu müssen. Ja, also wenn sie gerade neu sind. Gerne ins Kino. Also wir haben jetzt gerade vor gut einem Jahr oder halben Jahr ein neues Kino bekommen, also in unserer Umgebung. Das hat jetzt auch 3D und weiß nicht, also alles halt. Und ein ziemlich gutes Soundsystem und lauter so Zeug. Und dann ist es auch ein Highlight, da mal reinzugehen. Weil sowas kriegt man daheim auf seiner
Anlage oder aus seiner Heimkinosystem ja niemals hin. Wirklich so ein Kinogefühl. Und ich denke vor allem, man geht dann auch vor allem mit Freunden dann mal hin, weil es ist ja immer noch ein Ort, wo man sich dann auch mal treffen kann oder so. Ohne jetzt, dass es eine Disco ist oder so. Also ich persönlich gehe relativ wenig ins Kino. Also ich komme auch kaum dazu. Ich war jetzt vor kurzem mit meiner Schwester in Godzilla. Aber auch nur, weil sie ohne mich dort nie reingekommen wäre. Und meine Eltern wollten mit ihr gehen, da habe ich gesagt, ja, okay, ich komme mit. Okay, aber nur für Geld. Nee, also es gibt auch, also bei mir ist hauptsächlich der Grund, ich habe keine Lust ins Kino zu gehen, obwohl ich eigentlich die optimalsten Bedingungen habe. Und zwar, meine Großeltern arbeiten beide in diesem Kino. Ah, okay. Ich komme da umsonst rein, aber ich tue es einfach nicht. Ja, das verliert dann seinen Reiz. Irgendwie. Genau. Wenn man dann wirklich, okay, halt rein, juckt keinen. Und dann ist es auch nicht wirklich das, was Kino ist. Würde ich jetzt mal sagen. Ui, runtergefallen. Okay, ich esse jetzt noch was und dann ist leider schon... Wieder zu Ende? Wieder zu Ende. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt keine Uhr mitlaufen lassen, aber... Die Folgen sollen ja nicht strikt nach einem Zeitplan und bam, jetzt aus. Sondern wir beenden einfach dann, wenn es am schönsten ist. Nee. Ja? Das heißt direkt am Anfang. Ich bin von oben gekommen. Die Tür. Hast du hier eine Überwachungskamera eingebaut oder was? Nee, ich hab da hingeschaut. Achso, und weil ich gerade in der Nähe war, bin ich der Schuldige oder was? So wie immer. Ja, genau. Okay, wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss. Tschüss.